Ja, die Erleichterung ist riesengroß. Der Weltrekordversuch 2017 ist geglückt. Nachdem unsere Vorfahren am 12. September 87 die Idee gehabt haben, die längste Schlauchleitung zu legen, von Zecker zur Hochalm Maria Schnee, haben wir das zum 30-jährigen Jubiläum ein bisschen ausgeweitet. Wir haben vom tiefsten Punkt von Zecker, von der Friedlaufter Brücke mit 720 Metern, auf die Hochalmkirche mit 1822 Metern die längste Schlauchleitung mit 7301 Meter gelegt. Ja, wie gesagt, die Erleichterung nach wochenlanger, monatelanger Vorbereitungszeit ist jetzt riesengroß. Ich möchte mich zum Abschluss bei allen bedanken, die was da mitgearbeitet haben in der Planung, in der Ausarbeitung, Vorbereitungszeit, insbesondere bei meiner Wehr, bei der Feuerwehr Secker, die was die ganzen Vorbereitungsarbeiten geliefert haben, die was mich unterstützt haben, dass dieses Projekt, dieser Weltrekordversuch 2017 geglückt ist, und die Freude ist jetzt natürlich riesengroß. Danke.